Wir stehen jetzt hier in Viette-sur-Mer auf einem Parkplatz, der nicht als Wohnmobilparkplatz ausgewiesen ist, aber es gibt hier eine Fähr- und Entsorgung, die, welche Überraschung, nicht in Betrieb ist. Und ansonsten ist hier nichts. Es ist 18 Uhr und seitdem wir heute Morgen in Le Tréport gestartet sind, hat es nicht mehr aufgehört zu regnen. Stimmt. Und jetzt nutzen wir unsere Chance und gucken uns hier einmal ein bisschen um, wo wir jetzt stehen. Genau. Und das zeigen wir euch. Wir müssen ja zumindest auch mal am Strand gewesen sein dann. Genau, und einen Bäcker für morgen früh suchen wir eigentlich auch noch. Genau. Mal sehen, ob es das hier gibt. Wobei, Strand gibt es ja, wir stehen ja direkt davor. Richtig. Wir nehmen euch mal mit. 100 Meter vom Stellplatz entfernt sind wir jetzt hier an der Promenade und es sieht richtig schön aus. Schaut euch mal die steile Küste an. Hier hat das Wasser ordentlich Steine und Sand angeschwemmt. Naja, es war sehr stürmisch die letzten Tage. Wahnsinn, ein Regenbogen über dem Meer und die steile Küste in der Sonne. Und das hier ist jetzt der kleine Marktplatz. Wir haben zwar jetzt keine Bäckerei gefunden, aber dafür einen ganz kleinen Supermarkt. Genau, und da haben wir das letzte Baguette erwerben können. Genau. Definitiv Ebbe. Auch hier wird der Tidenhub wieder mehr als deutlich. Ein romantischer Sonnenuntergang. Ohne Sonne. Morgen. Guten Morgen. Nach einer herrlich ruhigen Nacht hier in Viette-sur-Mer wollen wir jetzt noch mal kurz die regenfreie Zeit nutzen und einmal zu der Steilküste hier hinter uns gehen. Und wie man vielleicht auch sieht und auch hört, es kommt die Flut. Wir nähern uns hier der Steilküste. Der Ort ist zu Ende. Und hier startet jetzt der Rundgang an den Klippen. Hier gibt es diverse Bunker und das werden wir uns jetzt mal angucken. Von hier hat man schon mal wieder einen richtig schönen Blick zum Ort. Hinten links steht unser Alper, die steile Küste und wieder ein Regenbogen. Der Rundgang ist hier richtig gut ausgeschildert. Wir gehen jetzt noch mal ein Stück weiter. Denn dort vorne ist sowas wie blauer Himmel. Das kennen wir gar nicht mehr. Der nächste Bunker.
Da wollen wir nicht rein? Gut. Jetzt hat uns der Regen natürlich wieder mal eingeholt. Hinter uns sieht man vielleicht, es ist etwas schwarz. Genau. Wir gehen jetzt zurück. Ja. Jetzt haben wir hier diese Bunkeranlagen besichtigt. Also wer sich für so etwas interessiert, die ganzen Schautafeln sind auch auf Deutsch. Es ist wirklich richtig toll aufgearbeitet hier. Sehr empfehlenswert. Doch. Kann man sich wirklich mal anschauen. Ja. Es ist wirklich toll. Und wer sich nicht dafür interessiert, auch der Ausblick ist wunderschön. Richtig. Aber wir stehen jetzt im strömenden Regen und wir gehen jetzt schnell zurück. Genau, es reicht. Hier vorne sieht man jetzt noch den anderen Stellplatz. Der hat zwar jetzt auch geöffnet, aber da steht das Wasser so hoch, da kann man überhaupt nicht stehen. Das ist jetzt der Wohnmobilstellplatz in Fécamp. Wahrscheinlich im Sommer gebührenpflichtig. Aktuell sind die Schranken offen. Er liegt sehr zentral. Es gibt ja eine Müllentsorgung. Eine Fernentsorgung haben wir nicht gefunden. Direkt hinter uns ist der Bahnhof. Es gibt sicherlich schönere Plätze, aber für einen Stadtbummel total ausreichend. Wir sind jetzt in Fécamp. Jawohl. Und wir werden uns jetzt mal die Stadt angucken. Unsere Klamotten sind gerade wieder trocken. Mal sehen, ob wir es jetzt auch im Trockenen schaffen. Genau. Jetzt haben wir ja gerade ein Plakat entdeckt, dass es hier den Palais Bénédictin gibt. Und da werden wir jetzt mal hingehen. Palais Bénédictin. Da lang. Na, was meinst du? Wollen wir? Ja, ich glaube, wir können mal reinschauen. Ja. Da gibt es auf jeden Fall eine Boutique. Mal sehen, was sie zu bieten hat. Just like we got through everything else. But I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way, we back together. But right now, there's stormy weather. Wir gehen jetzt mal zum Hafen und schon sind wir fast an der Promenade. Everything.
everything else, but I see you. Nachdem wir jetzt an der Hafeneinfahrt waren und uns die Promenade ein wenig angesehen haben, gehen wir jetzt noch mal in die Innenstadt. Genau. Ja, da gibt es so eine große Kirche. Ja, sieht ganz toll aus. Schauen wir uns mal an. Wir sind wieder zurück am Wohnmobil. Wir haben noch einen kleinen Abstecher eben in die Stadt gemacht. Davon zeigen wir euch jetzt mal ein paar Bilder. Und dann werden wir die Nacht jetzt hier verbringen und morgen nach Etretat fahren. Der Blick aus dem Fenster. Also wir stehen hier wirklich sehr zentral, quasi direkt am Bahnhof. Das ist jetzt hier der Stellplatz von Etretat. Die Stellflächen sind nicht parzelliert. Man bezahlt bei Abfahrt. Das Kennzeichen wird gelesen, wenn man einfährt. Hier ist der Kassenautomat. Es gibt eine Fähr- und Entsorgung. Hier fährt man rein, das Kennzeichen wird gelesen und die Schranke öffnet sich. Vor dem Platz gibt es noch eine zweite Fähr- und Entsorgung. Zum Strand geht man jetzt, naja, wahrscheinlich so einen guten Kilometer diese Straße entlang. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind jetzt in Etretat. Jawohl, wir sind heute Morgen von Fécamp hier rübergefahren. Ja, der Stellplatz schön leer. Kostet 13 Euro. Ja. Wasser 4 Euro. Strom 4 Euro. Na gut, es ist halt sehr, sehr touristisch hier. Und da können Sie halt die Preise nehmen, auch wenn der Stellplatz jetzt auf den ersten Blick nicht so schön ist. Wer schon mal Bilder von der Normandie gesehen hat, der hat auch die Bilder aus Etretat gesehen. Und da werden wir jetzt auch mal hingehen zu diesen ganz berühmten Kreidefelsen hier. Und da nehmen wir euch mit. Ganz genau. Und heute auch mal ein ganz, ganz ungewohntes Bild. Der Himmel ist blau und die Sonne scheint. Und jetzt kommen wir zum Zentrum von Etretat. Da ist er nun, der ganz bekannte Felsen von Etretat.
La Porta Val, so heißt dieser Torbogen im Fels. Und wir werden jetzt mal da oben hochgehen. So, und da geht's jetzt die Stufen hoch. Es lässt sich nicht leugnen, es ist so extrem touristisch hier. Genau, und das Montagmittag, Mitte Februar. Ja, Rosenmontag übrigens. Oh, genau, genau. Aber ich denke, wer in die Normandie fährt, der sollte hier auch auf jeden Fall einmal herfahren und sich das Naturschauspiel angucken. Das muss man gesehen haben. Schaut euch das mal an. Sieht das nicht wunderschön aus? Wir werden jetzt mal da hinten weitergehen. Von dort kommen wir jetzt. Geht der Weg hier direkt an den Klippen entlang. Und man kann sogar den Strand sehen. Und weiter geht's. Hinter den Klippen ist Etre Ta. Hier ist der berühmte Bogen. Unglaublich. Und es fängt jetzt an zu nieseln. Der Regen hat uns natürlich eingeholt. Dort hinten sieht man jetzt den Far Dante Fair. Da wollen wir eigentlich noch hingehen. Mal sehen, wie es aussieht. Mal sehen, wie schlimm der Regen wird, der jetzt wahrscheinlich noch auf uns zukommt. Und für die Golfspieler, es gibt hier oben einen Golfplatz. Und auch von dort hat man natürlich diesen Ausblick. Und jetzt geht's erstmal wieder schön bergab, damit wir dann da hinten wieder hochgehen können. Also hier ist der Weg gerade noch harmlos. Das geht noch viel, viel schlimmer. Also wer hier unterwegs ist und es vorher geregnet hat, gutes Schuhwerk einpacken, wasserdichtes. So geht das jetzt hier schon die ganze Zeit. Einfach nur Schlamm. Aber meine Schuhe sehen auch gut aus. Im Gegensatz zu Michaels. Wenn wir erstmal wieder den Matsch überwunden. Es regnet zwar so ein bisschen, aber wir haben auch wieder einen schönen Ausblick. Scheiße, ist das rutschig.
Na, bist du auch schon da? Oh, es ist so rutschig. Deswegen auch die Stange, wenn du vor mir runterfällst. Dort ist wieder Kap Dantifer mit dem Pfarr Dantifer und da im Hintergrund ist der Petroleumhafen. Dort drüben an dem Fenster, weiß nicht, ob man das sehen kann, dort, da waren wir eben und haben hierher rüber geguckt. Wir gehen jetzt weiter in Richtung Leuchtturm. Mal gerade nochmal geguckt, ob hier vorne für uns vielleicht ein anderer Weg zurückführen könnte. Ja. Und es scheint so zu sein. Aber wir gehen, wie gesagt, erstmal hier unten entlang. Jetzt geht es hier wieder ganz runter. Auf dem Weg hier runter sind auch Ziegen. Und dort ist der Leuchtturm. Ja, ist gar nicht so einfach. Ist ganz schön steil. Es ist glatt. Ja, und glatt natürlich, weil es so modderig ist. Jetzt kommen wir hier runter, diesen Weg. Und dann kommt auf einmal die Treppe runter zum Strand. Und die sieht ziemlich steil aus. Jetzt sind wir doch noch bis ganz nach unten gegangen. Und guckt euch das hier mal an. Da kann man schon mal Treppe zu sagen. Gut, dass wir hier runtergegangen sind. Also, Wahnsinn. Oh. Jetzt haben wir die letzten Schritte hier an der Klippe, bevor wir den Leuchtturm erreichen. Der Pfarr Dantifer. Und auch hier natürlich wieder Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben es geschafft. Wir sind am Leuchtturm. Ja, wir haben 3,5 Stunden gebraucht für 7,5 Kilometer. Also wir haben ein bisschen getrödelt, aber der Weg ist auch einfach nicht wirklich begehbar gewesen. Es war so matschig. Ja, man ist nur weggerutscht. Deswegen werden wir jetzt mal sehen, dass wir die Straße zurückgehen. Das kann nicht schlimmer sein als der Weg hierher. Einfach nur weiter. Genau. Und wenn man jetzt diesem Schild hier Glauben schenken darf, dann dauert der Weg nach Ettertar an den Felsen entlang 55 Minuten. So, das ist jetzt hier die Straße zum Leuchtturm. Die gehen wir jetzt mal, Google sagt, 1 Stunde 21 zurück. Einmal der Blick zum Leuchtturm, den umrunden wir jetzt quasi. Ein schöner Weg hier durch die Felder, dafür gefühlt ewig lang. Und jetzt marschieren wir hier an der D940 entlang, die ist aber zum Glück wenig befahren. Und dazu der Blick aufs Meer und der strahlend blaue Himmel. Jetzt erreichen wir Ettretar. Hier ist der Ortseingang
Und hier sind auch wieder die 270 Parkplätze ausgeschildert. Okay, die Preise hier haben es in sich. 5 Stunden für 7,50 Euro, 10,5 Stunden für 35 Euro. Dagegen ist der Stellplatz dann wirklich günstig. Es geht noch teurer. 1 Stunde 3 Euro, 5 Stunden 30, 45 Euro. Dafür steht man dann hier aber auch an der Hauptstraße im Zentrum von Etretat. Wir sind zurück am Alpa. Gut 5 Stunden unterwegs und es waren 16 Kilometer. Ja, normalerweise wäre man schneller unterwegs, aber es war halt einfach zu schlammig. Und jetzt genießen wir die Sonne hier draußen vor dem Wohnmobil.